herzlich willkommen im Studio 21 am 29. April mit folgenden Themen. Das Haus des Meeres öffnet aller Voraussicht nach am 29. Mai wieder seine Pforten. Die Stadt Wien lockert die Regelungen, die Besuchsregelungen in den Pflegeeinrichtungen. Und heute als Studiogast im Interview Günther Zöllner, Krimi-Autor und unseren Zuschauern bekannt aus Zöllners Crime Time am Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat. Ich habe mit ihm gesprochen über seine Bücher, über sein Leben als Autor in Coronas Zeiten und die Ausblicke, was alles geplant ist. Nun zum Haus des Meeres. Am 29. Mai wird das Haus des Meeres voraussichtlich wieder seine Pforten öffnen und bietet aus diesem Grund Online-Tickets bereits jetzt an. Online-Tickets sind sofort Geld für das Haus des Meeres und das braucht es dringend, denn insgesamt sind seit der Schließung fast 600.000 Euro an Schulden angefallen, die irgendwo abgebaut werden müssen. Das Haus des Meeres hat bis dato weder Kredite noch Zuwendungen von Land oder Bund erhalten. Das Haus des Meeres hat aber immerhin schon sehr viele Spenden bekommen, immerhin eine stolze Summe von 70.000 Euro. Es besteht daher auch die Möglichkeit hier. Und jede kleine Summe ist schon eine Hilfe für das Haus des Meeres. Wir blenden dann die Internetadresse ein, wo Sie alle näheren Informationen abrufen können. Nun kommen wir zum unserem lang versprochenen Interview mit Günther Zöllner. Ja, herzlich willkommen im Studio 21. Günther Zöllner, Krimi-Autor und alles andere Journalist und ich glaube, das würde die Sendung wieder mal sprengen. Das sind wirklich viele Sachen, die du schon gemacht hast. Dokumentarfilmer. Oh. Ja, ja. Gut. Wir sind aber heute beim Krimi-Autor angekommen. Wir leben jetzt momentan in etwas sehr aufregenden Zeiten. Jetzt einmal als Literat, als Schriftsteller, wie geht man damit um, wie tut man sich? Ja, so wie alle im künstlerischen Metier, man hat eben Probleme, weil ihm Lesungen wegfallen, öffentliche Auftritte, Buchmessen wurden abgesagt. Es ist nicht einfach, weicht man eben aus aufs Medium Video, hilft sich damit. Es kann aber nur eine Notlösung sein, weil der Autor lebt vom Publikum, lebt von den Lesungen. Man kann nur hoffen, dass bald dieser Virus besiegt ist und wir wieder zum alten Leben zurückkehren, in den Buchhandlungen lesen können, etc. etc. Natürlich auch ein Jammer für die Buchhandlungen. Es wird wahrscheinlich viele kleinere geben, die das nicht überleben. Und bis sich das Land oder wenn man so will, sogar die Welt wieder von dem Corona erfängt, da werden viele Jahre noch vergehen. Mhm. Und das trifft alle, nicht nur uns Autoren oder Künstler jedweder Kunstrichtung. Mhm. Jetzt Buchmessen fallen aus. Jetzt kann man sagen, naja, mein Gott, wobei... Es ist schon ein eigenes Gefühl, wenn man da hineingeht in seine Buchmesse, von einem Stand zum anderen geht, das Medium in die Hand zu nehmen. Schwingt ein bisschen Wehmut mit, wenn man weiß, dass... Natürlich, also ich kann jetzt nur zum Beispiel von Leipzig reden, immer eine fantastische Messe, Jahr für Jahr. In Leipzig alleine sind mir 6 Lesungen durch Flöten gegangen, das tut schon weh, klarerweise. Ja, oder es war jetzt im April... wäre die Kriminale das größte deutschsprachige Krimi-Autoren-Festival gewesen in Hannover, abgesagt. Hat man sich eben auch mit Videos über die Runden gebracht, aber es war nicht das, was es die ganzen Jahre vorher war. Man kann da eben hoffen, wie gesagt, dass Frankfurt stattfinden kann, dass die Buch Wien stattfinden kann, aber das ist alles noch offen und da kann man nur darüber spekulieren, ob es stattfinden wird. Hoffentlich. Jetzt könnte man sagen, der Vorteil ist, man hat mehr Zeit zum Schreiben, stimmt das? Ja, ja, man kommt da zu anderen Dingen. Ich habe einen Haufen Filmmaterial liegen, wo ich bisher nicht zum Schneiden gekommen bin. Das wird jetzt auch alles gemacht. Und ich habe jetzt wieder ein Buch fertiggestellt in dieser Corona-Zeit. Also das ist schon jetzt, sagen wir, Ende April, ist das zweite Buch.
in den paar Monaten, was ich heuer schon wieder geschrieben habe. Also man kommt schon zu einigen, weil man einfach nicht rausgehen kann, wie alle anderen, oder nicht rausgehen soll. Und ich halte mich zum Beispiel dran. Ne? Du hast ja einen Vorteil, du kannst ja eine Reise antreten, weil von uns kann keiner momentan nach Ostfriesland, du mit deinen Krimi schon. Du bist einer der wenigen, wenn nicht wahrscheinlich der einzige österreichische Krimi-Autor, der Ostfriesland, Ostfriesland, ja, freut schon, wir sprechen, Ostfriesland-Krimis macht. Stimmt, aber immer mit Wien-Bezug. Also die Krimis beginnen in Wien, das ist nur, also eine Schiene von meinen Krimis, die bisher halt erschienen sind. Und der große Showdown, der Hauptteil der Handlung, spielt eben in Ostfriesland, weil ich mich da ganz gut auskenne, auch ganz gute Kontakte auch zu den Autorenkollegen habe und zu Buchhandlungen, Verlagen und so weiter. Und so hat sich das entwickelt. Das ist eben die Parallelschiene dazu zu meinen DDR-Romanen. Da bin ich auch der einzige Österreicher, der DDR-Romane schreibt. Auch wieder mit Österreich bezogen. Ne? Jetzt, wenn ich heute einen Wien-Krimi schreibe, also diese Regionalkrimis sind ja sowieso seit Jahren schon Hype und die gehen auch gut, weil man sich ja, glaube ich, irgendwo identifizieren kann. Bei einem Wien-Krimi ist mir klar, da tust du schon einigermaßen leichter, das Recherchieren ist wesentlich einfacher und du kannst dir das auch vor Ort anschauen. Wie machst du das bei einem DDR-Krimi? Erstens einmal, DDR ist schon lang vorbei. Man kann zwar jetzt nach Leipzig und Dresden fahren, aber das Dresden von heute ist ja in keinster Weise mehr mit dem Dresden vor Jahren zu vergleichen. Da muss ich weiter zurückgehen. Ich war 89 für Fernsehdokumentation, war ich in Dresden und war auf einmal mittendrin. Okay. Gar nicht gewusst, was ist da los und so weiter. Und also der Mauerfall. Genau. Und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit der Geschichte der DDR. Habe meine Quellen, wo ich sehr viel Material bekomme, kenne auch sehr viele Leute eben in der ehemaligen DDR, die mir dann auch weiterhelfen. Und man muss natürlich einschlägige Fachliteratur studieren. Ich bin sicher der Einzige in Österreich, der das Originalhandbuch der Stasi hat. Okay. Und einige andere Dinge. Und so kann man eben aufgrund dieser Quellen kann man sich da schon richtig reinknien und da kann man dann schon einen Roman darüber machen. Mhm. Jetzt zurück in die Heimat, zurück nach Wien. Du hast eine Vielzahl an regionalen Krimis, aber mit historischem Background geschrieben. Ich spreche jetzt da diese Serie an, die sie jetzt hast du wieder herausgefunden, das Biedermeier. Das kommt jetzt heraus, das ist der fünfte Band. Das geht ja eigentlich durch alle Zeitalter, vor allem alle Milieus eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, was jetzt fertig wurde, ist das halbseidene biedermeierliche Wien. Mhm. Die Serie Obertitel ist Halbseidenes Wien. Halbseiden muss ich nicht unbedingt erklären, was das bedeutet. Und es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, vom Adel bis hinunter zu den sogenannten kleinen Leuten. Und das Biedermeier ist ja eine fälschlich verklärte Epoche. Das war ganz eine schlimme Zeit. Erstens einmal Denunziantentum, Metternich mit seinem Spitzelwesen wie diese Leute eben gelebt haben, wie sie damit fertig geworden sind. Und da gibt es aber dann schon wieder diese Parallele dazu zur heutigen Zeit. Eben die Leute haben sich zurückgezogen im Biedermeier in die eigenen vier Wände, weil eben draußen hat man aufpassen müssen. Weil überall eben Metternichs Leute waren. Heute durch den Virus notgedrungen müssen sich auch die Leute wieder, dieses Cocooning, wie das so schön heißt auf Neudeutsch, in die eigenen vier Wände zurückziehen. Also da gibt es einige Dinge, die da parallel laufen. Und davor ist eben rausgekommen das halbseidene mittelalterliche Wien, da gibt es als Hörbuch dazu, wieder bei Audiamo erschienen und von mir eingelesen. Und die Reihe selbst wird nur einige Bände weitergeführt werden. Was ich nicht mache, sind sicherlich die beiden Weltkriege, weil es nichts bringt. Mhm. Es gibt Bibliotheken voll darüber. Aber die Zeit davor ist interessant, die Zeit danach. Mhm. Und naja, ich schätze, jetzt sind wir bei Band 5,
so 10 bis 12 Bände wird es schon geben. Eines weiß ich sicher. Kann man vorstellen, die Zeit danach hat ja gewisse Reize. Also jetzt ohne auf das Klischee Dritter Mann zu spielen, aber da war ja doch einiges Schleichhandel. Ja, und Besatzungszeit, war einiges los. Medikamentenhandel und billige... Richtig, dann diverse Entführungsgeschichten von den Sowjets. Mhm. Es gibt diese berühmte Geschichte von der Opernsängerin damals, die im später dann der Stadtschulrat drinnen war, und zu der Zeit war eben die russische Kommandantur drinnen und die wurde da vorgeladen und das war aber eine Finte, man wollte sie einfach in die Sowjetunion schaffen und nur durch viel Glück war sie bei einem Fenster und unter dem Fenster auf der Straße ist ein Mitarbeiter der Staatsoper vorbeigegangen und den hat sie irgendwie Zeichen geben können, dass was nicht stimmt. Und der hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass die rausgekommen ist. Und das sind solche Geschichten, die heute eigentlich schon in Vergessenheit geraten sind oder viele vielleicht überhaupt das erste Mal dann erst lesen bzw. hören. Jetzt, bevor wir jetzt zu Audiamo kommen, weil das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, hast du jetzt schon so auch im Kopf vielleicht eher so auch Corona-Zeit aufzuarbeiten? Ja. Das wird dann eben der nächste Kokoschansky-Thriller werden, weil es stellt sich natürlich die Frage, was macht die organisierte Kriminalität? Angefangen bei den Triaden in China, die sicherlich alle mitschneiden. Was macht Italien? Camorra, 'Ndrangheta, in Amerika Cosa Nostra. Was machen die russischen Verbrechersyndikate? Und dem muss man halt ein bisschen nachgehen, was die planen und wie sie daran verdienen. Im Herbst ist das Buch heraus. Sehr gut. Vielleicht noch zu Kokoschansky. Was ist diese Person? Was verkörpert sie? Der Kokoschansky, das ist ein ehemaliger ausgestiegener ORF-Journalist, der eigentlich... Der Kerl wird ja mit mir gleich alt, also irgendwann einmal muss er in die Pension gehen. Und der eigentlich gar nicht mehr so richtig will, aber aufgrund seiner jahrzehntelangen Verbindungen und seinem Netzwerk und Informanten etc. wird er immer wieder mit Geschichten konfrontiert und dann ist ihm dieser alte journalistische Biss wieder da und er macht halt weiter. Manche sagen mein alter Ego, aber ich sage dazu nichts. Okay, alles klar. Audiamo, ein Stichwort, vorher schon gewesen. Für mich eine wunderbare Einrichtung. Nicht, weil ich lese trotzdem lieber das Buch, aber es gibt Menschen, die einfach eher audiovisuell, würde ich mal sagen, das haben oder einfach aufgrund des Alters oder einer Sehbehinderung den Literaturgenuss nicht missen wollen. Was kann man zu Audiamo sagen? Na, Audiamo und Federfrei, wir arbeiten, also Federfrei ist der Verlag, wo der Hauptteil meiner Bücher erscheint, ein sehr guter oberösterreichischer Krimi-Verlag. Und das ist eine Kooperation zwischen Audiamo und Federfrei. Die ganze Zusammenarbeit ist vor ein paar Jahren auf der Buch Wien entstanden, weil Audiamo war der Nachbarstand von Federfrei und einer, oder in dem Fall war es der Chef, nur wusste ich das damals nicht, von Audiamo, ist herübergegangen zu unserem Stand, hat ihm die ersten zwei Bände gesehen vom Halbseidenen Wien. Das möchten wir gerne machen. Mein Verleger, so, da steht er eh, der hat es geschrieben. Und so sind wir Handelseins geworden. Und seitdem funktioniert diese Zusammenarbeit wirklich perfekt. Also es ist so ein super Team, das kann man nicht oft genug sagen. Es funktioniert das Marketing, es funktioniert alles. Und es ist recht schön, weil Audiamo hat ja auch eine Dependance in Berlin. Wenn man dann in Berlin ist und dann schaut man sich selbst entgegen, das macht schon recht viel Spaß und wir werden da sicher noch viele, viele Hörbücher zusammen machen. Vor allem, ich glaube, es besteht immer die Gefahr, dass man sagt, reinlesen in ein Mikrofon kann ich schnell. Dem ist nicht so. Dem ist absolut nicht so. Das ist wirklich Schwerarbeit und das ist wirklich, da steckt auch wirklich Logistik dahinter und vor allem auch Hightech. Ja. Also in dem Fall betrifft es drei Personen. Der Tonmeister muss natürlich darauf schauen, dass das passt. Der hört auch natürlich alles mit. Dem fallen auch Fehler auf. Die Produzentin, in dem Fall die Monika Röth, die ebenfalls dabei ist, genau zuhört und dann halt
aufgehängt an meiner Person. Und man, es gibt nichts Tödlicheres, das ist aber, muss man nicht unbedingt vor dem Mikrofon sitzen. Das ist auch bei Lesungen oftmals, dass viele eben. Und beim dritten Satz, na, aha, der liest nur immer. Man muss den Text spielen können. Genau. Und teilweise auch mit verschiedenen Stimmlagen arbeiten können. Dann funktioniert es und dann kommt es auch rüber auf dem Hörbuch. Jetzt, wir haben ja noch Zeit, wo wir sagen können, wir haben Zeit für ein gutes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Du hast eine breite Auswahl an Büchern. Wahrscheinlich wird sich die ganze Corona-Zeit nicht ausgehen, dass man alle durchlesen kann. Wenn man von dir Bücher erwerben will, Buchhandlungen haben derzeit noch nicht offen, oder? Buchhandlungen, die kleineren dürfen schon, aber die großen haben noch nicht. Und eine Buchhandlung am Spitz? Ich glaube schon. Unbedingt ja, besuchen. Unbedingt, das eben. Das ist auch ganz wichtig. Viele dieser kleineren Buchhandlungen haben Online-Versand und so weiter unterstützt. Die kleinen Buchhändler, die haben es bitter nötig. Die großen Ketten müssen sie oder sind nicht unbedingt darauf angewiesen, oder der ganz große Riese in Amerika. Gestern habe ich erst wieder gehört, also er hat alleine jetzt durch Corona 23 Milliarden Euro dazu verdient. Noch schlecht, also hat er sich die Scheidung auch leisten können von seiner Frau. Also was soll es, ne? Seine Frau wird auch eine Freude haben. Ja, die hat ein Aktienpaket, glaube ich, um 40 Milliarden Euro oder so bekommen. Wurscht. Jedenfalls, diese Menschen haben das sicher nicht notwendig. Die kleinen Buchhändler haben es bitter notwendig. Und es ist traurig, wenn man durch Straßen geht und dann sieht, Buchhandlung aufgegeben, Buchhandlung aufgegeben. Da sollten Bücherfreunde, bibliophile Menschen wirklich sehr, sehr viel dafür tun und diese Buchhandlungen unterstützen. Das ist ein wunderschönes Gefühl, man muss das wirklich einmal wirklich aufnehmen, in eine Buchhandlung zu gehen, da ein bisschen zu stöbern, einfach diesen Geruch von Papier und das hat einen ganz eigenen Geruch und auch eine eigene Stimmung, und dann vor allem die meisten Buchhandlungen sind halt auch von der Beratung her optimal, nicht? Das was ich sonst nicht habe, nicht? Sonst muss ich mich auf das verlassen, was in der Inhaltsangabe natürlich steht. Natürlich, ne? Aber wenn ich mit dem Buchhändler sage, ich möchte ein Buch haben, ich möchte das finden, ich möchte das, dann wird mir das sicher auch dementsprechend beraten. Das kann der Computer Gott sei Dank noch nicht, Gott die Beratung. Ne? Dann sage ich schon recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir hoffen, dass wir jetzt wieder die nächsten Bücher sehen. Natürlich. Lesen können. Und unbedingt einmal reinschauen. Es gibt wunderbare Bücher, angefangen vom Wiener Krimi bis hin zum Bis zum Sachbuch, durch. Alles. Und auch die DDR-Krimi, wer in die Zeit der DDR hineinschauen will. Der letzte war im Janus Fratze, der ist erschienen eben im Lichertz Verlag, das ist ein Leipziger Verlag, deshalb ein deutscher Verlag und in dem Falle, wenn man so will, ein ostdeutscher Verlag, weil in Österreich mit diesem Thema Verleger relativ wenig anzufangen wissen. Ja, lassen wir die deutschen Verleger ein bisschen verdienen. Ne? Genau. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Danke. Und wir freuen uns auf deine Creamy Time und auf die nächsten Lesungen. Genau. Danke. Dankeschön. Ja, und bevor ich dich jetzt endgültig da entlasse, dann deine Ankündigung für Zahlen aus Crime Time für unsere Zuschauer. Ganz wichtig, Sonntag, 3. Mai, 18.30 Uhr, Zahlen aus Crime Time, einschalten. Computer, Laptops etc. hochfahren. Sonntag, 3. Mai, 18.30 Uhr, natürlich auf TV 21. Ja, wer mehr von Günther Zeuner erfahren will oder mehr von Günther Zeuner hören oder sehen will, einfach einschalten bei Zeuners Crime Time am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr, natürlich auf TV 21. Ja, und wie angekündigt, die Stadt Wien regelt die Besuchsregelung in den Pflegeheimen neu, und dazu unser nächster Beitrag. Die Maßnahmen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen waren extrem rigide, und ich sage es wie es ist, es hat mir auch wehgetan, die Verordnung unterschreiben zu müssen. Das fällt mir nicht leicht, weil ich auch weiß, was sich in der Seele der Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten und in diesen Einrichtungen leben, letzten Endes damit auch auslöse.
Aber das ist die Entscheidung, die getroffen werden musste, weil wir einfach wissen, dass die ältere Generation eine besonders betroffene Gruppe in unserer Bevölkerung ist von der Problematik, die mit dieser Coronavirus-Epidemie einhergeht. Und daher war es unser wirkliches Anliegen, unsere Pflege- und Senioreneinrichtungen so gut wie möglich zu behüten und zu beschützen. Und wenn wir jetzt einige Wochen danach uns anschauen können, wie die Situation in unseren Einrichtungen ist, wie wenig Betroffene wir haben, wie wenig positive Fälle wir haben bei 17.000 Bewohnerinnen und über 9.000 Beschäftigten, dann muss man sagen, geben uns die Erfolge recht. Es ist uns bis jetzt sehr gut gelungen, die Bewohnerinnen und Bewohner zu beschützen. Dass es einhergeht mit Einschränkungen, die unangenehm sind, die auch schwer zu akzeptieren sind, das ist mir bewusst und trotzdem, ich glaube, die Gesundheit geht hier vor und kann nur um Verständnis ersuchen, dass wir diese Maßnahmen zwar mit Lockerungen, aber trotzdem mit dem Hauptfokus und der hohen Aufmerksamkeit in einer gewissen Form auch aufrechterhalten. Aber es ist, glaube ich, gut und richtig, jetzt Besuchsregelungen zu ermöglichen. Wir haben dazu Rahmenspielregeln vereinbart, die werden jetzt dann Haus für Haus individuell ausgearbeitet und umgesetzt. Warum gibt es keine generelle Linie, die hochpräzise ist? Weil wir reagieren wollen und Reaktionsmöglichkeit geben wollen für die ganz unterschiedliche bauliche Situation von Häusern. Wir haben Häuser, die haben keine eigene Grünfläche, die haben relativ kleine Gemeinschaftsräume. Das ist eine ganz andere Situation wie in anderen Häusern, die teilweise in riesengroßen Parkanlagen stehen. Und würde ich eine Regelung unterschreiben, die für alle gilt, dann muss ich mich natürlich immer nach der Einrichtung richten, die die schlechteste bauliche Voraussetzung hat. Das wollte ich aber nicht, sondern wollte Spielregeln haben, wo klar ist, was ist das Ziel der Maßnahmen und die können Haus für Haus individuell gestaltet werden. Fix ist, das gilt überall, es braucht eine Anmeldung für den Besuch, damit wir eine zu starke Kumulation zu bestimmten Uhrzeiten an den Tagen verhindern können. Da bitte ich um Verständnis, dass wir hier gemeinsam mit den Einrichtungen erst lernen müssen, also die Besucher und die Einrichtungen lernen müssen, wie geht das mit dem Termin ausmachen. Das wird in den nächsten Tagen von jedem einzelnen Pflegeheim auch festgelegt werden. Und das Gleiche gilt, es muss Besucherzonen geben. Also es muss also Zonen geben in jedem Haus, die als solches gekennzeichnet sind. Und in diesen Besucherzonen kann dann auch der Besuch stattfinden. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, die es gilt zu berücksichtigen. Und das ist auch die wichtigste Vorgabe. Es ist weiterhin nicht gestattet, direkt ins Haus hineinzugehen, in die Apartments, in die Räumlichkeiten. Auch das ist in manchen Fällen schwierig und tut auch weh. Aber da bitte ich einfach um Verständnis. Die Bewohner von Pensionistenhäusern und von Senioreneinrichtungen, von Pflegeheimen sind eine besonders gefährdete Gruppe und der gilt unser Schutz und der gilt unsere Aufmerksamkeit. Mir fällt es weder leicht, noch geht es mir leicht von der Feder, solche Verordnungen zu unterschreiben. Aber das Ergebnis gibt uns einfach recht und das Ergebnis ist, dass wir eine sehr kleine Anzahl nur von positiven Bewohnerinnen und Bewohnern haben und eine kleine Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir reden von 17.000 Bewohnern insgesamt und von über 9.000 Mitarbeitern. Und diese 26.000 Menschen arbeiten und leben zusammen in 90 Einrichtungen. Und da fühle ich mich verpflichtet, dass die Gesundheit die oberste Priorität ist und verstehe die Kritik, kann aber ehrlich gesagt sehr gut damit leben und sehr gut damit schlafen. Weil es mir lieber ist, ich habe die Kritik, dass die Besuchsregelungen zu streng sind, dafür sind die Bewohner gesund, also ich hätte die Kritik über die Besuchsregelungen nicht und hätte eine viel größere Zahl von Betroffenen. Ich kann damit echt leben und stehe auch dazu. Das kann man auch anders sehen, das ist in Ordnung, habe ich kein Problem damit, aber die Entscheidung ist sehr klar, die Priorität ist die Gesundheit unserer Menschen, die uns anvertraut sind, die sich uns anvertraut haben und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist davon auszugehen, dass die Virusepidemie nicht hinter uns liegt. Das ist an sich keine überraschende Erkenntnis und doch irgendwie überraschend, wenn man diverse Pressemeldungen und Aussagen der Vergangenheit sieht und hört und auch nachliest. Ich habe es immer erstaunlich gefunden, zu versprechen, dass bis Ostern alles vorbei ist, ehrlich gesagt, weil wir wissen, dass wir es mit einer Virusepidemie zu tun haben und nicht mit einer Frühjahrserkrankung. Und daher war es immer wieder erstaunlich, finde ich, welche Perspektive den Menschen erzählt worden ist,
es war eigentlich für die Expertinnen und Experten immer klar, dass dies eine Epidemie sein wird, die wir über einen längeren Zeitraum haben werden. Ja, ein Grund, warum wir auch im internationalen Vergleich die Corona-Krise in Wien besser durchstanden haben, war der Umstand, dass wir sehr schnell Zugangsbeschränkungen gemacht haben für Spitäler und Krankenhäuser, aber auch für Pensionistenwohnhäuser und Pflegeeinrichtungen. Warum? Das Coronavirus verbreitet sich besonders stark im Rahmen der älteren Generation und trifft insbesondere, was auch die Todesrate betrifft, ganz stark mit Menschen mit Vorerkrankungen. Und um diese Menschen zu schützen, war es uns wichtig, dass wir ganz strenge Zugangsbeschränkungen erlassen haben. Der Erfolg gibt uns recht. Aber wir sehen umgekehrt natürlich auch, dass viele Frauen und Männer, die in einer Pflegeeinrichtung leben oder in einem Pensionistenwohnhaus, sehr darunter leiden, dass sie ihre Familienangehörigen, ihre Freunde nicht treffen können. Deshalb werden wir jetzt eine Lockerung ermöglichen, das heißt in besonders vorgesehenen Begegnungszonen diese Treffen zu ermöglichen, allerdings unter ganz strengen Schutzvorkehrungen, damit das Virus nicht in die Pflegeeinrichtung hineingeschleppt wird und auch die Ansteckungsgefahr nicht gegeben ist. Das ist ein Kompromiss. Das ist uns auch völlig bewusst, aber die Gesundheit und das Leben der älteren Generation ist uns so wichtig, dass wir zumindest jetzt einmal im Mai schauen wollen, ob wir mit diesen Begegnungszonen, mit diesen Sicherheitsvorkehrungen durchkommen und dennoch einmal zumindest die Möglichkeit bieten, dass Frauen und Männer, die in Pflegeeinrichtungen leben, sich wieder mit Verwandten, mit Freunden und Bekannten treffen können. Was erwartet Sie im Studio 21? Am Donnerstag zum Thema Corona, Quo Vadis Kultur, eine Diskussionsrunde zum Thema, wo steht die Kultur in Zeiten von Corona. Am Freitag, ausnahmsweise diesmal am Freitag, Kochen mit Berni im Studio 21. Da gibt es Eiernockeln und einen guten Salat, nämlich einen Gurkensalat, mit Drachenkopföl, und was Drachenkopföl ist, wird Ihnen unsere Biobäuerin, die Theresa Schramm aus Groß-Engersdorf, auch erzählen. Am Samstag kommt zu uns Sissi Boran, Intendantin der Komödie am Quai. Auch sie wird uns über die Probleme der Künstler und der Theater in Zeiten wie diesen berichten. Sonntag wird ein ganz ein besonderer Tag, und zwar bringen wir ein Konzert aus der Peterskirche, exklusiv auf TV21, und es zahlt sich auf jeden Fall aus, einzuschalten. Und am Abend sehen Sie Zäuners Crime Time um 18.30 Uhr. Am Montag ein interessanter Beitrag, dieselbe Runde, die bereits morgen zu sehen ist, macht noch eine Danksagung zum Thema Kultur, Hilfe und so weiter. Und es ist ein bisschen sarkastisch, ein bisschen ironisch, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, auch dies anzuschauen. Am Dienstag wird es sportlich, da haben wir einen Beitrag eines Ninja-Meisters, auch, glaube ich, eine ganz interessante Sache, so weit einmal voraus. Und Sie sehen, auf TV21 bzw. im Studio 21 gibt es immer etwas zu sehen und ist für jeden was dabei.